Sehr gut, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Ausführung des IT-Staatsvertrags, Drucksache 205754 zu Drucksache 205527. Berichterstattung macht der Kollege Eckert. Bitte schön. Aussprache gibt es nicht, gell? Nee, ich bin der Einzige, der heute. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz empfiehlt einstimmig, dem Plenum den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Wir haben vereinbart, hier keine Aussprache abzuhalten. Deswegen werden wir den Punkt später dann in den Abstimmungsblock aufrufen.